Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, seit der letzten Folge tun wir hier diese Fläche ebnen, die ordentlich braucht, weil natürlich das hier ein ordentlicher Arbeitsaufwand ist. Die Drohnen gehen ständig leer, weil natürlich sie hier ganz viel Ebenenmaterial holen müssen. Mittlerweile haben wir fast 100 Gesteinsabfälle liegen, die wir aber wiederum nutzen können, um Sachen wie hier zum Beispiel diese Formation hier aufzulösen, um hier zu planieren. Was natürlich den Weg erleichtert, um nach da vorne vielleicht Kuppeln zu bauen. Wir müssen halt gucken, wie weit können wir denn mit Kuppeln zum Beispiel. Es gibt doch diese Kuppelverbindungen hier. Ich würde jetzt sagen, wir bauen hier einen Kuppelanschluss hin. Benötigt Kuppel. Oh, warte mal. Das heißt, ich müsste dann einen freien Anschluss haben. Was bist denn du? Du bist die Weltraum. Reißen wir nochmal ab, bitte. Hier verlegen wir schnell die Weltraumbahn. Die liegt da ganz bescheuert gerade. Die kommt hier hin. Können wir die bitte abbauen? Und dann können wir hier rausbauen. Ich dachte, das ist... Ah, nee, da war was. Magnetfilterung haben wir jetzt erforscht. Was war Magnetfilterung? Ist das Magnetfilterung? Upgrade für Moxie, Magnetfilterung. So viel Sauerstoff erzeugen, 50% erhöht. Wahnsinn. Und da die Vibratoren, die wären natürlich mega geil. Die kosten auch wahnsinnig viel. Tun das nach vorne schieben. Wie schaut's mit unserer Durchsuchung? Wir können gleich mal hier oben mehr Aufträge geben. Weil wir da bald hochgehen. Sagen sie hier. Gut, die Drohnen kriegen jetzt aber einen anderen Auftrag. Wir haben hier einen schönen Tunnel. Wo waren das jetzt? Jetzt muss ich es wieder finden. Wir hatten nie einen Plan, wo er sich jetzt befindet. Hier, Tunnel. Der Tunnel geht nach da hinten. Trotzdem, dass wir den bauen. Scheiß drauf. Diese wird zu errichten, sobald aufgebaut. Ah, was ihr hier draußen hier noch dringend braucht, ist ein Universallager. Sonst könnte ich die hier die Ressourcen liefern, die gebraucht werden. Damit sie anfangen können zu bauen. Maschinenteile. Ich habe nicht so viele Maschinenteile. Shit. Ein Maschinenteil kann ich auch nicht selber bauen, ne? Glaube ich. Maschinenteileproduktion und was Verhältnisproduktion ist hier, ne? Maschinenteile für diese Verbindung. Maschinenteilefabrik, kleine Maschinenteilefabrik, Maschinenteilefabrik. Zeigt mir das nicht an, aber okay. Wo ist er denn? Was ist das denn? Nuklearfusionsreaktor. Okay, das ist das, was ich jetzt bräuchte dann. Oder nee, was ich schon habe. Der große Energiespeicher. Der gespeicherte Strom reicht gerade mal für ein paar Stunden. Das ist doch traurig. Kann die nächste Rakete wenigstens schon abheben? Kann die mal ein bisschen Priori kriegen? Ich weiß gar nicht, warum wir da drüben Treibstoff hinliefern. Treibstoff
Treibstoff wird ihnen geliefert. 3 von 30. Der hat wohl die Prio. Die müssen abheben. Die müssen weg hier. So, wir holen noch ein bisschen Eisen. Edelmetallextraktor, das wäre natürlich so eine Sache, die wir unbedingt bräuchten. Der Aufbau einer neuen Heimat aus einem fremden Planeten setzt zweifellos Enthusiasmus aus. Schließlich ist eine Aufgabe und eine große Antrieb seit der Ankunft auf dem Mars, das ist Shanku sogar für einen Gründer undurchschnittlich enthusiastisch und produktiv. Doch dafür gibt es eine einfache Erklärung. Shanku liebt es, das zu tun, was Shanku tut. Tipp, der Gründer Shanku hat Eigenschaft enthusiastisch zu haben. Okay, das ist die richtige Einstellung. Der da oben? Nice. Wir haben hier noch ein bisschen Eisenvorräte, die wir dann verwenden. Als erstes bräuchten wir... Wie viele Maschinenteile? 30. Okay, was wäre, wenn ich die jetzt mit einer Kapsel zum Beispiel anfange? 30 Maschinenteile. 25 werden reichen. Das sind 50 Millionen. Das ist... Ich habe noch 50 Millionen an Geldmittel. Eine Frachtrakete anfordere. Mit 30 davon... Kann ich immer noch zwei Drohnen-Hubs rein theoretisch anfordern? Und eine kleine Maschinenfabrik. Problem ist, dann gehen meine Geldmittel zu Ende. Und ich brauche diese blöden Geldmittel. Mit was dann Treibstoff? Du wirst stellt Maschinenteile aus Metallen her. Eine kleine Elektronikfabrik stellt aus Edelmetallgeräte her. Das ist natürlich noch toller. Ich hätte eine Polymerfabrik wahrscheinlich dringender als Elektronik. Ich muss jetzt halt gucken, wie ich jetzt denn überleben will. Ich kann mir jetzt ordentlich ins Bein... Ich kann mir jetzt ordentlich ins Bein beißen. Und schon wieder irgendwas? Nahrung scheint mir aber gut stabil zu sein aktuell, das ist positiv. Wenn die Nahrung hält. Wie schaut es bei ihm aus? Hat er das schon abgekrast? Dann wir hatten hier noch irgendwo gleich irgendwas übrig. Ich habe hier noch irgendwo Metalle eigentlich gesehen mal. Waren hier nicht noch welche? Wir werden natürlich noch nicht abgrasen angefangen. Warum sind die Drohnen schon wieder überlastet? Drohnenauslastung hoch. Ja, natürlich, ihr müsst ja die Drohne befüllen. Okay, du bist ready zum Liftoff. Resources are low. Ja, das ist Polymer. Warum Polymer für die Wartung? Bedeutet, da fehlt uns natürlich noch etwas. Die Nacht schaut gut aus. 18 Stunden Durchhaltevermögen. Nicht funktionierendes Gebäude, weil die Wartung, wir brauchen dafür Polymer. Uff. Anomalie gefunden. Forschungsanomalie, aber die ist da hinten. Es bringt uns nichts, solange die hier nicht anfängt zu bauen. Ein
Dafür bräuchten wir diese komischen Transportfliegerchen. Kann das sein? Und ich weiß halt nicht, unter was die fallen. Diese Transportflieger. Oder ob ich die überhaupt schon gefunden habe. Muss ich die jetzt noch erforschen? Ich glaube, die muss ich noch erforschen. Der hat eine Standardproduktion von 10. Das finde ich auch geil. Aber der ist natürlich übel mit 40. Wartung ist natürlich eklig, aber... Welche Forschung wollen dafür? Zeigen tut er sie mir nicht. Das finde ich super. Ich dachte, ich kann die... Ich sehe die dann. Unsere Nahrung erhöht sich. Das ist gut. Den schicken wir jetzt direkt hier hin. Vorsicht, da landet was. Vorsicht, da landet was. Nicht da durch. Ah, hat er noch Glück? Okay. Hat er noch Glück gehabt, der Junge? Ich habe so das Gefühl, die Ladestationen reichen nicht mehr. Repariert euch gegenseitig, Leute. Das wird jetzt noch eine Sache. Wir haben jetzt die Polymerfabrik auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Wo ist sie denn? Die ist, die sollte ich unter Produktion finden, ne? Polymerfabrik. Die Reste stehen da noch. Stilllegungsprotokoll. Natürlich habe ich es verkackt. Sektor scanned. Musste ja passieren, dass ich es wieder hinkriege, dass ich keinen Tunnel hier bauen kann. Also die ersten Batterien geben auf, weil wir keine Polymerproduktion haben. Wir brauchen aber dringend eine Polymerproduktion. Maschinenteile können wir jetzt auch mittlerweile selber produzieren, das ist gut. Und wenn der Tunnel fertig ist, ist es noch besser. Wir schalten jede Schicht an. Solange wenigstens irgendwann was gebaut wird, ist es vorteilhaft. Ich gebe die 2 frei und hier geben wir die ersten 2 frei. Inaktive Arbeitsschicht. Ja, da brauchen wir mehr. Und selbst Menschen. Darf ich die mittlerweile holen? Nee, darf ich noch nicht. Das ist ja das Problem, ich mal was holen. Wem befüllt ihr denn jetzt an Treibstoff? Der hier, oder was? Ja, der hier unten. Für Metall haben wir noch fleißig 30. Ja, Metallressourcen sind low mittlerweile. Bringen wir schnell das Ganze zurück. Zu Hause haben. Ich müsste nach oben kommen. Hier sind auch Metallvorräte gewesen. Noch ein paar. Mit denen kommen wir auf jeden Fall noch ein bisschen aus. Erforscht jetzt erstmal die Teile, wie es scheint. So. Bis der Tunnel fertig ist, müssen wir gucken, dass alles außenrum auch erforscht wurde. Ist er denn schon da oder wo ist noch mein kleiner Freund? Ist er noch unterwegs? Der fährt noch. Wahnsinn. Der braucht eine Zeit, um hierher zu kommen.
Also das Lebensmittelgeschäft hat keinen Mitarbeiter mehr. Wir schalten dich aus, dann sollten wir für die Lebensmittelfabrik auf jeden Fall jemanden haben. Ganz ehrlich, ich glaube, die Sicherheitsstation brauchen wir bei der Größe aktuell noch nicht. Das Gebäude können wir wirklich stoppen. Und die Weltraumbar stoppen wir fürs Erste auch. Dann können wir dich wieder hochfahren. Das hier draußen kriegt ihr uns auf einer Schicht Mitarbeiter, hoffentlich. Hoffentlich. Weil dann können wir auf jeden Fall. Haben wir wieder Polymer. Und Polymer wäre so eine Sache, die wir gleich ganz dringend bräuchten. Hat jemanden als Mitarbeiter? Komfort 50. So wollte ich nicht denn. Jetzt müssen wir dann rein theoretisch nur noch die Metalle danach liefern, wenn die 80 Beton geliefert wurden. Kann ich nicht mit meinem Typen hier sagen, wo ist er denn? Ressourcen einladen, Beton. Er lädt sich jetzt mal voll. Wie viel lädt denn der? Der lädt doch einiges eh. Wie kriegt denn der auf seinen Rücken? 40, 45, 45, das ist doch schon mal gut. Anfängt zu unterstützen, dass die Lieferwege nicht so lang sind. Dann müssen die ja nicht mehr so weit fahren, sondern können direkt von hier aus die Ressourcen nehmen. Kann hier wieder die Ressourcen entladen. Ressourcen entladen. Und dann sind die einiges schneller. Weil unten ist eh die Gesteinsproduktion direkt dran. Ja, nicht unbedingt warten. Der Lagerbestand von Polymer ist halt dauernd niedrig. Das ist das Nervigste. Pro Soul ist jeweils eine Person am Arbeiten. Die Weltraumbar, die können wir auch noch ausschalten. Nicht genug Arbeiter, Gebäude wurde abgeschaltet. Gut. Sind aber Leute, das ist wichtig, dass die Essen haben. So, und dann gehst du hier wieder zurück und tust hier wieder entladen. Dann sollte das fertig sein, der Tunnel. Dann können wir direkt hier rüberfahren, tun hier eine Drohnenstation hinbauen und können dann hier das hochschicken. So, wer kann jetzt noch nach oben gehen? Unsere alte Passagiermaschine kann abhauen. Das Problem ist halt, dass wir nichts haben, was wir ihm bringen können, weil wir haben kein Geld. In dem Fall. Die würde ich nicht dann auf jeden Fall hier stehen lassen und schauen, dass wir die, ja, wie sagt man so schön, dass wir auf jeden Fall eine hier haben, mit der wir Ressourcen zurückbringen können. Expedition schicken? Nee, ich hätte halt gerne Export zulassen. Oh nee, da können nur die Exportgüter reinhauen. Das ist das Problem jetzt eher. Na, da kommt ein Arbeiter. Aktuell wird halt kein Polymer gelagert. Ah, das ist doch alles ein bisschen blöd. Die sind zwar gut dabei und ein Polymer sollte jetzt fertig sein. Nach der Info. Jetzt hat es natürlich das Polymer geholt. Wird wahrscheinlich gleich zur Reparatur verwendet. Jawohl. Es sollte jetzt dann hoffentlich auch helfen, dass das hier ein bisschen vorangeht. Wenn noch ein Soul zum Überleben, dann haben wir
die ersten Sachen geschafft. Upsala. Alter, da sind viele Punkte mittlerweile. Das wäre so ein Aufforstungsbereich außenrum. Natürlich eine Kabelverbindung, könnte also hier angesteckt werden. Braucht Strom und Saatgut, wenn ich mich nicht irre. Aber als erstes brauchen wir wieder Geld, weil mit den 45 Millionen kommen wir nicht weit. Ohne Export. Vielleicht ist es dann doch, ja, keine schlechte Idee, eine Handelsplattform hier zu errichten. Mit der wir sozusagen dann handeln können. Ich tue mir jetzt auch hier schön mittig platzieren fürs Erste, weil der Handel wahrscheinlich in Zukunft das einzige Schiff sein wird, das von A nach B bei uns hier fliegt, bis wir Edelmetalle haben. Aber wir brauchen das jetzt dringender denn je, glaube ich. Sektor gescannt. Sektor gescannt, was? Hier sind sogar zwei Wasserversorgungen. Glaub's nicht. Und eine Anomalie. Noch besser. Wir müssen nach da oben das Wasser kriegen, weil mit dem Wasser werden wir gut auskommen. Gut auskommen. Holy shit, das wird ein Erfolg für uns sein. Die Wasserressourcen werden reichen. Wir werden Benzin haben ohne Ende. Das wäre ein Triumph. So, und deshalb können wir hier wähle Exportressource betonen. Importressource. Für das erste Polymer. Exportmenge 50. Das sollte doch reichen. Nächste Antwort in 35 Stunden. Keine rivalisierende Kolonie will handeln, okay? Kann ich sonst sagen, ich brauche Metalle? Das wäre cool. Aber keine rivalisierende. Die wandeln. Das ist kacke. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.